Im heutigen Video geht es um 10 Skills, die jeder Fotograf beherrschen muss. Hallo Fotofreunde, schön, dass ihr heute auch wieder dabei seid. Für alle Neuen am Kanal, mein Name ist Markus Florschütz, ich bin kreativer Porträtfotograf mit Ehre und mein Ziel ist es, euch dabei zu helfen, die Qualität eurer Fotos und Videos zu steigern. Fangen wir gleich an mit Punkt Nummer 1 und zwar mit dem Belichtungsdreieck. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Jeder sollte zumindest verstehen, was das Belichtungsdreieck ist, was das macht und wozu man das braucht. Im besten Fall solltet ihr das auch noch beherrschen können, sodass ihr im manuellen Modus fotografieren könnt und selbst die Belichtung anpassen und einstellen könnt, so wie ihr das braucht. Wenn ihr im automatischen Modus fotografiert, habt ihr nicht die Kontrolle über die Belichtung. Ihr könnt das Belichtungsdreieck eben nicht manuell einstellen, sondern die Kamera übernimmt das und die Kamera weiß natürlich nicht, was sie fotografiert. Natürlich kennt die Kamera das Umgebungslicht und schaut, dass sie ein richtig belichtetes Bild hinkriegt, aber allein von den Helligkeitswerten. Die Kamera weiß natürlich nicht, ob ihr schnelle Sportler fotografiert oder Bäume, die sich im Wind bewegen oder Architekturfotos macht. Und demnach kann es auch sein, dass das Belichtungsdreieck von der Kamera falsch eingestellt wurde. Weil wenn ihr zum Beispiel schnell bewegende Personen fotografiert und die Kamera weiß das eben nicht und stellt die Belichtung so ein, dass ihr mit 1 oder 2 Sekunden fotografiert, damit der ISO-Wert niedrig ist, dann habt ihr natürlich immer verschwommene Bilder. Und das wollen wir nicht. Wir wollen natürlich scharfe, knackige, richtig belichtete Bilder haben. Deswegen ist es wichtig, dass wir im manuellen Modus fotografieren und das Belichtungsdreieck je nach Situation selbst definieren. Für alle, die es nicht wissen, nur zur Auffrischung, das Belichtungsdreieck besteht aus 3 Punkten, und zwar der Belichtungszeit, die definiert, wie lange der Sensor belichtet wird, also wie lange das Bild aufgenommen wird, dann der ISO-Wert definiert, wie sensibel der Sensor ist, und dann gibt es noch den Blendenwert, der definiert, wie viel Licht in derselben Zeit auf den Sensor trifft, das heißt, ist die Blende offen, geht viel Licht durch, ist die Blende zu, geht wenig Licht durch, so wie bei einem Wasserschlauch. Ein großer Wasserschlauch schafft es, viel Wasser zu transportieren und ein kleiner Wasserschlauch schafft halt weniger Wasser zu transportieren. Diese 3 Punkte müssen immer im Einklang stehen, damit am Ende ein richtig belichtetes Bild rauskommt. Als nächsten Punkt haben wir den Weißabgleich. Wir wissen ja, weißes Licht ist manchmal wärmer, manchmal kälter. Demnach haben halt die Bilder manchmal einen wärmeren oder einen kälteren Farbton. Der Weißabgleich ist dazu da, um auf den Fotos weiße Flächen als wirklich weiße Flächen darzustellen. Die Kamera hat keine Ahnung, wann weiß richtig dargestellt wird, weil die Kamera kennt weiß nicht. Und deswegen gibt es einen Weißabgleich, dass wir das noch nachträglich korrigieren können. Für den Weißabgleich gibt es auch mehrere Methoden. Ich persönlich mag es, einen fixen Kelvin-Wert in die Kamera einzustellen. Das erleichtert das nachträgliche Korrigieren des Weißabgleichs. Also falls man da ein bisschen was einstellen muss, geht das leichter, weil der Weißabgleich bei allen Fotos gleich ist. Ihr könnt auch ein Referenzfoto aufnehmen. Das ist dann bildfüllend und mit dem darauf leuchtenden Umgebungslicht, so dass ihr halt wirklich ein Foto habt, wo man nur eine weiße Fläche sieht und ihr könnt dann in der Kamera definieren, dass dieses Foto das Referenzfoto für den manuellen Weißabgleich ist und die Kamera macht euch den Weißabgleich dann für alle folgenden Fotos aufgrund dieses Referenzfotos. Wenn ihr den Weißabgleich nachträglich macht, könnt ihr das auch mit einem weißen Blatt Papier oder mit einer Graukarte machen. Wenn ihr zum Beispiel ein Model fotografiert, gebt dem Model einfach die Graukarte in die Hand, die soll das kurz mal so hinhalten. Ihr macht ein Referenzfoto und dann legt das Model die Karte wieder weg und ihr könnt ganz normal shooten. Nachher in Photoshop könnt ihr dann dieses Foto mit der Graukarte als Referenzfoto nehmen. Ihr könnt dann nachträglich in Photoshop mit der Pipette auf diese Graukarte oder auf das weiße Blatt einen manuellen Weißabgleich machen. Natürlich können wir den Weißabgleich auch manuell nutzen, um bewusst Fotos wärmer oder kälter zu machen. Wenn ihr zum Beispiel ein Shooting plant mit Sonnenuntergang, könnt ihr natürlich den Kelvin-Wert schon ein bisschen wärmer einstellen, damit das Foto einfach eine warme Stimmung kriegt und das Ganze halt einfach besser ausschaut. Im Gegensatz dazu könnt ihr den Weißabgleich auch in den kälteren, bläulichen Teil schieben, wenn ihr zum Beispiel irgendwas Kaltes rüberbringen wollt, ja, wenn ihr eine Schneelandschaft habt oder eine schattige Landschaft oder eine eisige Landschaft, irgendwie sowas, das eine kalte Stimmung transportieren soll, könnt ihr das Foto mit dem Weißabgleich ruhig auch ein bisschen kälter gestalten, damit das einfach beim Bildbetrachter besser ankommt. Kommen wir als nächstes zur Schärfentiefe. Für uns als Fotografen ist natürlich die Schärfentiefe sehr wichtig, einerseits, weil wir wollen, dass scharfe Bereiche auch scharf sind, andererseits, weil wir natürlich ein schönes, unscharfes Hintergrundbokeh haben wollen. Und da müsst ihr als Fotograf definieren,
wie hoch die Schärfentiefe ist. Das könnt ihr mit der Brennweite, mit dem Abstand zum Model, mit dem Abstand vom Model zum Hintergrund und mit der Blende definieren. Ich habe das zu Beginn auch so gemacht, lichtstarke Objektive gekauft und dann immer offenblendig fotografiert. Das hat halt den Vorteil, es kommt viel Licht durch, man hat kurze Belichtungszeiten und ein schönes Bokeh. Aber der Nachteil, wenn man den Abstand zum Model nicht richtig einstellt oder eine falsche Brennweite wählt, kann es sein, dass man halt schon eine Unschärfe im Gesicht hat. Und unter Umständen will man das nicht haben. Ich bin ein Fan davon, dass die Gesichter oder generell die ganzen Models einfach komplett scharf sind und halt nur der Hintergrund unscharf ist. Zur Schärfentiefe zählt übrigens auch das Vordergrundbokeh. Das heißt, es wird nicht nur der Hintergrund unscharf, sondern auch der Vordergrund. Und je höher die Schärfentiefe ist, desto schärfer ist auch der Vordergrund, das dürft ihr nicht vergessen. Die Schärfentiefe ist ein Bereich, der von 100% scharf zu 0% scharf übergeht. Das heißt, vom Model zum Beispiel zum Hintergrund habt ihr einen Übergang von 100 zu 0%. Ja, also ihr habt hier am Model 100% Schärfe und die verliert sich dann im Laufe des Hintergrunds. Nach vorne geht das genauso. Ihr habt am Model die Schärfe und nach vorne hin verläuft das Bild zum unscharfen Teil. Der Schärfebereich ist vom Model nach vorne und vom Model nach hinten nicht gleich. Vom Model nach hinten ist die Schärfentiefe höher als von Model nach vorne. Deswegen als kleiner Tipp am Rande, fokussiert eher immer auf die vorderen Personen, damit ihr eine höhere Schärfentiefe habt. Und passend dazu kommen wir gleich zum nächsten Punkt, und zwar zur Fokussierung oder zum Fokus. Es ist ganz wichtig, dass wir als Fotografen definieren, wo wir fokussieren und dass wir auch dort fokussieren können, wo wir fokussieren wollen. Und ganz besonders wichtig ist das bei Personen, da müssen immer die Augen scharf sein. Das wisst ihr ja eh. Wenn wir Personen oder auch Tiere fotografieren und wir sehen Augen im Bild, müssen die einfach scharf sein, weil das ist der erste Blickpunkt, wo ein Bildbetrachter hinschaut. Wenn ihr ein Foto macht von einer Person und die Nase ist scharf und die Augen sind unscharf, schaut jeder auf die Nase und das ist dann kein gutes Foto. Außer ihr wollt das jetzt künstlerisch nutzen und das ist Absicht so, aber in den meisten Fällen wollen wir Augen scharf sehen. Das heißt, immer auf die Augen fokussieren. Wenn ihr jetzt einen Hinterkopf fotografiert, eine Frisur von der Braut oder so, dann müsst ihr den Fokuspunkt so suchen, wie ihr den wollt, auf der Spange oder auf dem Schmuckstück zum Beispiel, weil da haben wir keine Augen und da gibt es nichts, wo wir als erstes hinblicken. Generell steuern wir mit dem Fokus, also mit den scharfen Bereichen im Bild, die Blicke des Bildbetrachters. Also da, wo es scharf ist, schaut der Bildbetrachter zuerst hin. Und dazu zählt eben auch noch die Schärfentiefe oder das Bokeh, weil es ist ja alles verbandelt miteinander. Und je unschärfer ein Hintergrund ist, desto weniger interessant wirkt er für den Bildbetrachter. Deswegen will man natürlich offenblendig fotografieren, einen schönen unscharfen Hintergrund haben und das Motiv freistellen, weil dann wandern die Blicke eben auf die scharfen Bereiche im Bild. Stellt euch die Fokusebene als eine unsichtbare Glasscheibe vor. Ihr habt eine Glasscheibe in der Hand und diese Glasscheibe ist flach und alles, was auf dieser Glasscheibe ist, ist scharf. Und ihr könnt jetzt die Glasscheibe nach vorne und nach hinten verschieben und könnt so definieren, wo die Schärfe im Bild ist. Also wenn ihr die Glasscheibe auf Augenhöhe habt, sind alle Sachen auf Augenhöhe scharf. Und wenn die Lippen auch auf Augenhöhe sind, sind die Lippen natürlich auch scharf. Alles, was im Hintergrund runterhängt, zum Beispiel Bäume, Äste oder so, ist auch scharf, wenn das auf der gleichen Schärfenebene ist. So könnt ihr die Schärfe steuern und könnt natürlich die Schärfeebene verschieben, indem ihr halt fokussiert, ja, auf die Nase, auf die Augen, auf die Ohren, auf den Hintergrund, was auch immer. Wenn ihr Augen scharf stellen wollt und das Model schaut nicht flach zu euch, sondern schaut ein bisschen schief, dann ist ja ein Auge vorne und ein Auge hinten, dann fokussiert immer auf das vordere Auge. Das ist halt das Auge, das mehr im Mittelpunkt steht, das präsent ist. Das hintere Auge verschwindet dann und ist nicht so groß zu sehen und ist vielleicht auch im Schatten. Deswegen immer auf das vordere Auge fokussieren. Und mit einem Tilt-Shift-Objektiv könntet ihr zum Beispiel diese unsichtbare Glasscheibe auch noch neigen. Ja? Ihr könnt die neigen und die Schärfeebene verstellen. Da kommt es halt dann, wenn ihr sowas macht, zu diesem typischen Spielzeugeffekt. Ja? Wenn wir die Schärfeebene so neigen, das heißt, es kippt der obere Teil nach vorne und der untere Teil nach hinten, dann haben wir nur in der Mitte einen scharfen Bereich. Alles, was oben ist, ist dann unscharf, weil es im Vordergrund ist. Alles, was unten ist, ist im Hintergrund und somit auch unscharf. In der heutigen Zeit, gerade bei den spiegellosen Kameras, gibt es ja schon die Augenerkennung und die Gesichtserkennung und auch Augenerkennung bei Vögeln und bei Tieren und so weiter. Bei einer Spiegelreflexkamera müsstet ihr zum Beispiel bei jedem Foto neu fokussieren.
orientieren. Und wenn ihr nicht den richtigen Fokuspunkt in der Kamera auswählt, müsst ihr die Kamera auch immer ein bisschen verschieben und das kann dann ein bisschen umständlich und mühsam sein. Also wenn ihr die Gesichts- oder Augenerkennung habt, nutzt die. Die funktioniert heutzutage schon so super und dann braucht ihr nicht so viel Energie und Gedanken auf das Thema Fokussieren verschwenden, sondern könnt einfach kreativ arbeiten. Und es ist quasi das Fokusthema schon abgehakt, weil die Kamera das für euch übernimmt. Natürlich, wenn ihr den Fokus im Gesicht oder auf den Augen haben wollt. Wenn ihr Produktfotograf oder Makrofotograf seid, funktioniert das Ganze auch wieder ein bisschen anders. Da arbeitet man dann zum Beispiel mit Focus Stacking oder so und da gibt es auch keine Augen, die ihr fokussieren könnt. Das heißt, da muss man dann sowieso auf andere Techniken zurückgreifen. Als nächstes kommen wir zum Thema Licht. Für uns als Fotografen ist das Thema Licht essentiell, weil ohne Licht gibt es keine Fotos, ganz einfach. Am besten ist es, wenn wir Licht verstehen, wenn wir wissen, wie Licht funktioniert, weil dann können wir Licht am besten kontrollieren oder gesteuert einsetzen. Natürlich ist es schön, wenn wir draußen Fotos machen mit natürlichem Licht und wir haben eine schöne warme Sonnenuntergangsstimmung, das schaut schön aus, aber mehr können wir dann auch nicht beeinflussen. Es ist natürlich besser, wenn wir Licht kontrollieren können, sprich wenn wir zum Beispiel eine künstliche Lichtquelle haben und die Position vom Licht verändern können oder die Temperatur vom Licht verändern können oder sogar die Farbe vom Licht oder die Charakteristik vom Licht durch einen Lichtformer. All das sind Punkte, die uns dabei helfen, ein Foto kreativ zu gestalten. Und das ist natürlich super, weil da haben wir unendlich viele Möglichkeiten. Licht ist eigentlich ganz einfach zu verstehen. Viele vergleichen das gerne mit Wasser. Ich vergleiche Licht ganz gern mit einem Föhn, weil auch bei einem Föhn kommt vorne warme Luft raus und bei einer Lichtquelle kommt auch irgendwo Licht raus. Ohne Lichtformer breitet sich Licht in Kugelform aus, also es geht in jede Richtung. Und mit Lichtformer habt ihr schon mal eine gute Kontrolle über das Licht und könnt es richten und steuern. Eben wie beim Föhn. Wenn ihr mit dem Föhn gegen die Wand föhnt, dann reflektiert die warme Luft und kommt irgendwie auch wieder zurück. Und mit Licht ist das ähnlich. Wenn ihr mit Licht gegen die Wand leuchtet, reflektiert das auch und leuchtet dann auch noch woanders hin. Auch Licht verliert genauso wie beim Föhn die warme Luft auf Entfernung an Stärke. Das heißt, wenn ihr 2 Meter weit weg föhnt, dann kommt halt praktisch keine warme Luft mehr an. Beim Licht ist es auch so, umso weiter der Weg ist, den das Licht zurücklegen muss, umso schwächer wird das Licht. Außerdem hat Licht eine Farbtemperatur, das haben wir auch schon kurz besprochen. Licht kann wärmer und kälter sein, das können wir für die Fotografie auch super nutzen. Abgesehen davon können wir mit dem Licht nicht nur Sachen sichtbar machen, sondern auch ein bisschen modellieren. Wenn wir zum Beispiel ein Porträtshooting haben, können wir steuern, wie die Schatten im Gesicht ausschauen, wie die Schatten fallen, ob die härter oder weicher sind, größer, kleiner. Welche Form die Schatten haben, hängt halt von der Lichtquelle ab, beziehungsweise von dem Lichtformer. Dann kommen wir zu der Brennweite. Ihr solltet als Fotografen bestimmen können, welche Brennweite ihr für welches Foto braucht. Die Brennweiten, die haben unterschiedliche Charaktereigenschaften. Zum Beispiel der Weitwinkel, der zeigt euch ein weites Blickfeld, verzerrt aber die Bilder. Das heißt, für Porträts ist ein Weitwinkel nicht gut geeignet. Mit einem Teleobjektiv könnt ihr zum Beispiel super Porträts machen, weil da habt ihr keine Verzerrung von den Personen. Aber ihr habt halt auch einen komprimierten Hintergrund. Das heißt, ihr seht vom Hintergrund nicht sehr viel. Das kann jetzt natürlich gut sein oder nicht, aber sinnvoll ist es, dass ihr das wisst und dass ihr das steuern könnt. Je nachdem, ob ihr jetzt ein Porträtshooting macht oder eine Landschaftsaufnahme. Abgesehen davon hat die Blende auch eine Auswirkung darauf, welche Brennweite ihr nutzt. Im Weitwinkel habt ihr jetzt nicht so ein schönes Hintergrundbokeh, also das ist nicht so leicht, ein schönes Bokeh zu erzeugen wie mit einem Tele. Unterschiedliche Brennweiten haben auch unterschiedliche Stärken und Schwächen, wenn es jetzt zum Beispiel um die Auflösung geht. Im Weitwinkelbereich ist es zum Beispiel typisch, dass die am Rand nicht so gut auflösen können wie in der Mitte. Das ist einfach normal. Während Teleobjektive von Mitte bis Rand überall eigentlich gleich scharf sind. Außerdem ist es auch wichtig zu beachten, welche Blende ihr habt, weil die Blende in Kombination mit der Brennweite gibt euch halt mal mehr, mal weniger Vignettierung. Im Weitwinkelbereich, wenn ihr offenblendig fotografiert, werdet ihr eher eine Vignette sehen als im Telebereich. Und es ist natürlich nicht jede Brennweite für jede Fotografiesituation gleichermaßen geeignet. Wenn ihr zum Beispiel mit einem Weitwinkelobjektiv im Zoo Tiere fotografieren wollt, werdet ihr wahrscheinlich nur ganz kleine Tiere am Foto haben und das ist auch nicht schön anzuschauen. Und wenn ihr zum Beispiel bei einem Fußballspiel fotografiert oder bei irgendeiner Sportveranstaltung, ist es auch sinnvoll mit einem Tele zu arbeiten, weil ihr dann einfach näher rankommt an die Personen, weil ihr halt nicht hingehen könnt. Und das hat auch ihr als Fotografen gefragt, für die richtige Situation die richtige Brennweite zu wählen. Als nächstes haben wir das Thema Bildgestaltung, was für uns als Fotografen auch
essentiell ist, weil wir können natürlich abdrücken und ein Foto machen oder wir überlegen uns, wie wir ein Foto machen, wo wir was positionieren, welchen Blickwinkel wir haben und wie die Perspektive ausschaut und machen dann ein Foto und haben ein richtig gutes Foto. Es gibt einige Bildgestaltungsregeln, die euch dabei helfen, einmal generell schon ein gutes Foto zu machen. Zum Beispiel führende Linien zu nutzen, mit der Drittelregel zu arbeiten oder mit Farben und Kontrasten zu arbeiten, mit Formen oder mit Schärfe und Unschärfe, mit Helligkeiten. All das sind Sachen, die euch dabei helfen, ein Bild zu gestalten. Als nächstes kommen wir zur Bildbearbeitung. Manche wollen ja Fotos nicht nachbearbeiten, aus unterschiedlichen Gründen. Das ist auch in Ordnung. Jede Nachbearbeitung in einem Bildbearbeitungsprogramm ist auch mit einem gewissen Qualitätsverlust behaftet. Das ist normal und das ist auch okay und der Qualitätsverlust ist teilweise auch so gering, dass man ihn gar nicht sieht, im Vergleich zu dem Effekt, den man dadurch erzielt. Wenn wir jetzt irgendwas verändern im Foto, dann zerstören wir den Originalzustand und dann muss das Bildbearbeitungsprogramm irgendwas dazu erfinden und das ist halt dann ein Qualitätsverlust. Ich persönlich bin ein Fan von der Nachbearbeitung, weil ich dadurch sehr viel von den Fotos noch rausholen kann und in Photoshop ist es auch viel leichter, manche Sachen zu realisieren als in der Wirklichkeit bei dem Fotoshooting. Natürlich geht in der Wirklichkeit auch sehr viel, aber das ist dann teilweise mit sehr viel Arbeit verbunden und wenn man das nachträglich in Photoshop macht, kann man sich sehr viel Arbeit und Aufwand ersparen. Gerade als Porträtfotografen ist es sehr wichtig, dass wir auch gut mit Menschen umgehen können und das ist auch gleich der nächste Punkt. Weil wenn wir jetzt ein Porträtshooting haben, müssen wir natürlich mit dem Model kommunizieren. Wir müssen dafür sorgen, dass das Model sich wohlfühlt. Wir müssen mit Visagist und Hairstylist kommunizieren. Wir müssen halt was klar kommunizieren, damit das auch so umgesetzt wird, wie wir das wollen. Und deswegen ist es wichtig, dass einfach die Kommunikation mit Menschen im Allgemeinen gut funktioniert. Wenn zum Beispiel ein Fotograf immer grantig ist und böse schaut und schnippische Kommentare ablässt und so, dann ist es halt auch fürs Model nicht gut und für die Stimmung und dann werden die Fotos auch nicht gut und dann kommt das Model auch zu dem Fotografen vielleicht nicht mehr. Genauso, wenn der Fotograf das Model anbaggert oder herumgrapscht oder flirtet ganze Zeit, das ist nicht okay und deswegen ist es wichtig, dass ihr solche Sachen vermeidet. Dann habt ihr Ehre, dann seid ihr richtig auf diesem Kanal und versucht eben gut mit Menschen zu kommunizieren, freundlich zu sein, höflich zu sein. Ihr sollt natürlich auch offen und ehrlich eure Meinung sagen, wenn irgendwas nicht gut ausschaut oder wenn das Make-up nicht gut ist. Im Gegensatz dazu müsst ihr natürlich auch Feedback offen und ehrlich annehmen können, wenn die Fotos jetzt nicht gut belichtet sind oder ihr die Pose halt nicht gut dirigiert habt oder so oder das Licht schlecht ausschaut. Ja, das ist ein Prozess. Wir erstellen hier ein Bild. Das ist natürlich mit Arbeit und Kommunikation verbunden und deswegen ist es wichtig, dass wir als Fotografen auch gut mit Menschen umgehen können. Kommen wir als nächstes zu der Planung und der Organisation. Das ist vielleicht ein bisschen trocken und langweilig, trotzdem nicht weniger wichtig. Gerade als Porträtfotografen müssen wir uns immer darum kümmern, dass die Outfits dem Model passen, dass die Outfits zusammenpassen, dass wir einen richtigen Termin finden, wo alle Zeit haben. Wenn wir draußen shooten, müssen wir das Wetter berücksichtigen. Also müssen viele Punkte planen und organisieren, bevor es dann wirklich zu einem Fotoshooting kommt. Wenn ihr zum Beispiel mit Models arbeitet, so wie ich, braucht ihr auch Modelverträge, egal ob TFP oder P, aber irgendeine Art von Vertrag sollte es schon geben. Und das müsst ihr natürlich auch bei neuen Models am besten im Vorhinein abklären. Spontan ein Fotoshooting zu machen ist auch gut. Da hat man dann halt weniger Möglichkeit, glaube ich, sich Outfits zu bestellen aus dem Internet zum Beispiel oder das Wetter zu kontrollieren. Wenn wir jetzt was planen, können wir den Wetterbericht ungefähr einplanen und wissen, okay, an dem Tag ist es schön oder nicht oder schneit oder was auch immer ihr braucht. Und wenn wir spontan ein Shooting machen, ja, dann ist das Wetter so, wie es ist. Oder dann ist das Studio, wo wir jetzt hingehen wollen, frei oder nicht. Ja, und wenn ihr gewerblich fotografiert, dann geht es ja um was. Das heißt, hier ist die Planung und Organisation doppelt so wichtig, wie wenn ihr zum Beispiel ein TFP-Shooting macht. Abgesehen davon könnt ihr, wenn ihr mit Firmen zusammenarbeitet und Geld fließt, nicht einfach sagen, ja, ich mache das schon, ich bin dann spontan, das geht nicht. Das will keine Firma hören. Die Firma will vorher einen Plan von euch haben, was ihr macht, wie lange das dauert, wie viel das kostet, wer da kommt, wer involviert ist und so weiter und so fort. Ja, und zum Schluss habe ich noch einen Bonustipp, falls ihr jetzt noch dran seid, und zwar solltet ihr ein gewisses technisches Verständnis haben, eben für die Kamera, für Objektive und allgemein für den technischen Bereich, weil es ist halt ein technischer Beruf, wir müssen sehr viel einstellen, wir müssen sehr viel verstehen, wir arbeiten sehr viel am Computer und deswegen ist einfach ein gewisses technisches Verständnis einfach notwendig. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich sage danke fürs Zuschauen, schön, dass ihr dabei wart und wir sehen uns im nächsten Video. Bis neulich!